Hallo und herzlich willkommen zum Wochenmarkt. Hallo und herzlich willkommen zur Wochenmarktküche hier live aus Hamburg-Altona. Und ich bitte um Ihre Entschuldigung. Wir sind ein bisschen verzögert jetzt hier auf Sendung, weil wir Serverschwierigkeiten hatten. Und ich gehe mal davon aus, dass Millionen uns jetzt zuschauen, weil warum hätte man sonst Serverschwierigkeiten? Also bitte entschuldigen Sie das verspätete Live-Gehen. Wir sind hier im Norden, aber mit dem Wochenmarktrezept im Anschlag und ein bisschen Paprika, Olivenöl, ein paar Tomatendosen, können Sie die Wochenmarktküche eigentlich überall in Deutschland aufschlagen, wo Sie uns jetzt zuschauen. Und auch natürlich Schweiz, Österreich, wo auch immer Sie die Zeit lesen. Sie brauchen nur noch eine Kleinigkeit, nämlich zwei Menschen, die aus diesen ganz einfach erscheinenden Ingredienzen dann die Magie aufkommen lassen, sodass daraus ein frisches, einfaches, einfach vom Einfachen das Beste dann daraus wird. Die stelle ich Ihnen gleich vor. Die Rehabilitation des Paprika, das ist das Rezept, das wir heute mit Ihnen zusammen, wenn Sie Lust haben, kochen wollen. Schicken Sie uns gerne Fotos von Ihrem Gericht. Sie können das auf Facebook, wo Sie uns, glaube ich, zuschauen. Sie können das per E-Mail einfach an freunde@zeit.de oder auch Z2X ist uns zugeschaltet, das Festival der jungen Visionäre. Alle sind willkommen und zeigt uns bitte, was ihr da bewerkstelligt in der Küche. Die Rehabilitation der Paprika, so klingt ein Rezept eigentlich nur bei der Zeit, würde ich sagen. Und so hat die Erfinderin und Mutter des Wochenmarkts, Elisabeth Räther, ihre Version eines Shakshuka genannt. Und so sieht es dann aus, wenn der Fotograf und Vater des Wochenmarkts das Shakshuka porträtiert. Denn ich finde, er macht mehr als einfach nur ein Gericht zu zeigen. Er präsentiert das in seiner ganzen besonderen Eigenständigkeit. Höchste Zeit, die beiden zu begrüßen, die all das möglich machen und ihnen mal über die Schulter zu schauen. Denn sonst sieht man ja immer nur das Ergebnis. Und ich bin mal gespannt, ob das alles immer so einfach und problemlos funktioniert. So wie hier jetzt auch mit unseren Serverproblemen. Ich finde, die Fehler, die machen uns auch menschlich. Deshalb erzählt uns bitte von euren Fehlern. Elisabeth Räther, Silvio Knesewitsch. Euren digitalen Applaus. Liebe Elisabeth, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und du bist aus Berlin angereist, wo du eigentlich lebst und es ist ja Ausnahmezustand, Bahnstreik, die A7 ist, glaube ich, auch gesperrt vom Süden. Silvio, du bist aus München gekommen. Wir sind erstmal total froh, dass ihr hier im Norden gelandet seid. Ja, wir auch. Ja, auch echt. Sag mal, Elisabeth, lass uns mal mit dir anfangen, denn ich weiß nicht, ob das alle Zuschauerinnen und Zuschauer wussten. Im Hauptberuf bist du Co-Chefin der Zeit Politik, hast auch schon davor große Geschichten verantwortet im Zeitmagazin. Wie kam es überhaupt, dass du nach dem Porträt der Weltpolitik, Emmanuel Macron zum Beispiel hast du porträtiert, dich dann nochmal für die Zeit in die Küche stellst? Ja, also eigentlich war es andersrum. Ich habe erst angefangen mit dem Kochen. Das war das Erste, was ich bei der Zeit gemacht habe, als junge Zeitmagazinredakteurin damals noch. Und da gab es niemanden, der diese Kochkolumne machen wollte. Und dann hat Christoph Arment mich gefragt, weil ich irgendwie so jung war, hatte ich keine Autorität, irgendwas anderes zu machen. Und habe gedacht, gut, dann koche ich halt. Und das hat sich dann so ergeben. Also es war gar nicht so geplant. Und die Politik kam dann später dazu. Also es war, also ich verstehe schon, dass es so ein bisschen ungewöhnlich erscheint. Und das sagen auch manche Leute. Aber die meisten haben es eigentlich akzeptiert, dass ich versuche, beides miteinander zu verbinden. Und der Zeitleser als solcher ist ja auch jemand, der sich für beides gleichermaßen eigentlich interessiert. Genau, das Besondere ist, glaube ich, nur, dass du beides in der Zeit mit uns teilst. Dass du nicht nur nachdenkst, sondern auch essen musst, das ist natürlich klar. Aber wir freuen uns sehr, dass du von beidem erzählst. Und für den Zeitleser ist es
kein Thema. Für Zeitjournalisten war das vorher schon ein bisschen Thema, wenn du sagst, dass du als junge Kollegin da so ein bisschen zwangsverheiratet wurdest. Und wie ist es mit den Politikern? Kriegen ja, also die mit? Finden das schon auch, also die Politiker, aber auch die haben ja so einen riesige Büros um sich herum, lauter Mitarbeiter, bevor man zu denen vordringt. Und die finden das schon auch kurios, glaube ich. Also es ist schon so ein bisschen, ja, die Rezepte kenne ich, aber jetzt will sie ein Interview, verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Also es ist schon manchmal so ein bisschen schwer zu vermitteln, aber am Ende sind die Leute, glaube ich, doch offen. Und wir haben ja irgendwie bei der Zeit auch eine Tradition, dass wir, also der Siebeck war ja auch viel mehr als einfach nur ein Kochkolumnist. Der war ja irgendwie, gut, der war eine Legende, so weit bin ich noch nicht, aber er war auf jeden Fall viel mehr als das, seine Rezepte. Silvio, du bist ja der ausgebildete Koch hier in diesem Kolumnenteam. Du bist der Vater. Du hast früher für Rockbands in München gecatert. Das stelle ich mir natürlich wahnsinnig sexy vor. Und dann wurdest du Fotograf. Es wurde eigentlich immer besser in deinem Leben. Und seit 12 Jahren porträtierst du das, was Elisabeth kocht. Und das ist seit 10 Jahren, glaube ich, der Fall. Und davor, die 2 Jahre, warst du schon mit Wolfram Siebeck unterwegs, oder? Genau. Genau. Also ich habe Wolfram Siebeck sozusagen die letzten 2 Jahre begleitet, wie er die Kolumne noch hatte. Und das war, ich habe das direkt nach meinem Fotodesignstudium, war das über so einen schönen Zufall mit Mirko Borsche, der irgendwie meine Abschlussarbeit gesehen hat, wurde ich dann angerufen von Michael Bidowitsch, damaligen Fotochef vom Zeitmagazin, ob ich denn eine Siebeck-Kolumne fotografieren will. Ich so, boah, ja, klar, ich bin gerade in Kroatien, aber du hast doch eine Kamera dabei, ja. Ich schickte den Text und dann kam halt so ein Siebeck-Text. Also ich meine, die Siebeck-Texte, die waren ja echt, als Fotograf war das schwierig, weil das waren ja keine Rezepte, das waren ja Texte, das waren ja oft einfach nur keine Ahnung, ein Verriss von irgendeinem Sterne-Restaurant oder irgendwas ganz Allgemeines. Und der erste Text war irgendwas über das Sommerloch in den deutschen Theatern und irgendwie Schmierentheater in den Sterne-Restaurants und irgendwas. Und ich saß da in Kroatien und war so, was soll ich jetzt fotografieren? Aber das hat irgendwie gut funktioniert und dann habe ich das noch 2 Jahre gemacht und dann ist der Wochenmarkt entstanden und genau, und seitdem bist du mit Elisabeth im Duo unterwegs. Ja. Und ich finde, im Vorgespräch, das habe ich mir deshalb nämlich wortwörtlich aufgeschrieben, hast du die neue Wochenmarkt-Kolumne sehr schön beschrieben. Und zwar sagst du, das Rezept ist eigentlich nur Beiwerk. Der Wochenmarkt ist eher eine Glosse zum Lachen, Nachdenken und dann gibt es halt noch was zu essen dazu. Ja. Und das klingt jetzt aber in meinen Ohren trotzdem so ein bisschen zu einfach. Wie muss man sich denn jetzt eure Zusammenarbeit genau vorstellen? Wie passiert das? Wie passiert die Magie? Viele Leserinnen und Leser stellen sich ja vor, dass ihr zusammen in der Küche seid. Nee, gar nicht. Das ist 555 Kilometer. Ja, Silvio ist ja in München, ich bin in Berlin. Also wir haben schon oft zusammen gekocht, aber das waren dann andere Gelegenheiten. Für die Kolumne koche ich im Prinzip nur für mich und du kochst für dich und du fotografierst es, weil das, was ich koche, auch nicht unbedingt, könnte man jetzt auch nicht unbedingt fotografieren. Es sieht halt sehr normal aus. Also du kannst das schon ein bisschen besser. Ja, man muss das irgendwie dann halt so übersetzen in ein Foto natürlich. Ich meine, das ist ja jetzt keine übertriebene Hochküche, wo Garnelenschwänze, die ja automatisch irgendwie mal toll ausschauen. Mir fällt aber gerade ein, einmal haben wir es umgedreht. Für eine Sonderausgabe des Zeitmagazins hat ich über mich, dein Essen da fotografiert. Hast du den Spargel polnischer Art, ja. Was natürlich auch ein schwieriges Rezept zu fotografieren ist. Ja gut, aber man wusste danach, warum ich nicht fotografiere und du das machst. Ding, aber genau, also wir kochen nicht zusammen. Es kommt halt ein Rezept von der Elisabeth. Sehr spät, immer zu spät. Silvio ist sehr geduldig. Ja, ich bin sehr geduldig. Aber das ist, glaube ich, auch irgendwie eine gute Art. Und das hat sich so etabliert, dass das auch gut funktioniert. Weil ich oft fluche, ich so, jetzt wieder keine Rezepte. Jetzt kommt das wieder auf den letzten Drücker irgendwie. Und ich bin eigentlich jetzt irgendwie in Berlin auf einer Produktion und muss das, keine Ahnung, auch irgendwie am Freitagabend machen, bevor ich abreise. Aber es führt dazu, dass ich irgendwie da so ganz entspannt rangehe. Also so unter Zeitdruck. Sie weiß, dass das meiner Arbeitsweise total hilft. Weil sonst würde man das alles so organisieren, dann würde ich die Prop-Stylistin anrufen und sagen, hier, ich schicke dir die Rezepte, dann wäre das alles so geplant. Ja. Und so entsteht oft so was Zufälliges. Ich habe auch schon Rezepte fotografiert in einer Bäckerei in
Bad Oeynhausen, als ich ein Badbuch fotografiert habe, irgendwie eine Woche lang. Und wir haben das vorher nicht hinbekommen und ich musste auch irgendeinen Termin schieben. Und dann war ich da hinter der Backstube im Lager und habe mir so ein kleines Set aufgebaut und habe gegrillte Makrelen fotografiert. Ach so, ja. Und das müssen wir auch verraten, dass ich habe natürlich in Bad Oeynhausen keine frischen Makrelenfilets bekommen. Das waren die geräucherte Makrelenfilets, die ich nochmal gebraten habe, das Foto. Ich würde sagen, das klingt ziemlich sehr danach, wie auch die meisten Leserinnen und Leser zu Hause wahrscheinlich eure Wochenmarktrezepte benutzen. Wenn man jagt aus dem Büro nach Hause oder also man ist zumindest im Alltag meistens im Stress und bei den Wochenmarktrezepten weiß man halt, die kriegt man schnell noch hin. Vieles hat man zu Hause und wenn man irgendwas braucht, dann muss man nicht zum Spezialdelikatessenladen, sondern schnell in den Supermarkt und dann kriegt man das hin. Also ist doch eigentlich ganz schön auch zu sehen, dass ihr die Kolumne so entstehen lasst, wie wir sie dann auch zu Hause nachkochen. Ihr zwei, wir treffen uns ja hier in dieser Küche, um zwei Premieren zu feiern. Und zwar einmal ist es das Wochenmarkt-Magazin, das Zeitmagazin Wochenmarkt, so heißt es. Denn eure Kolumne gibt es jetzt ab 7. September auch am Kiosk. Und die zweite Premiere ist, dass wir es wirklich jetzt hier mal ausprobieren wollen, mit Ihnen zu Hause auch gemeinsam zu kochen. Das Rezept gab es zum Download und entweder mein Fragenserver ist abgeschmiert oder Sie haben noch keine Fragen gestellt, was Sie jetzt unbedingt nachholen müssen, denn Sie können auch direkt Fragen live stellen. Ich habe hier so einen ganzen Stapel von vorab eingesandten Fragen, aber meine Aufgabe ist es eigentlich heute hier nicht viel mehr zu sein als Ihr Mittler hier in die Küche zu den beiden. Ich darf euch löchern mit Leserfragen und dabei fällt mir ein, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Wenke Chanakakis. Ich leite die Freunde der Zeit. Da laden wir regelmäßig zum Austausch zwischen Abonnenten und Redakteuren ein. So hier auch im Wochenmarkt. Also ihr Lieben, was hat es heute mit dem Gericht Shakshuka, und ich spreche es immer falsch aus, bitte verzeiht, was hat es mit dem Gericht auf sich? Warum hast du das heute ausgesucht, Elisabeth? Ja, also es war eines der ersten Gerichte vom Wochenmarkt, das ist schon ein paar Jahre her, dass es veröffentlicht wurde, und ich dachte, wir machen etwas, was... Also zum einen ist es auf dem Cover von dem Magazin, fällt mir gerade ein. Aber ich finde es auch genau das Richtige, weil es so ein typisches Wochenmarktding ist, weil man eigentlich so relativ bekannte Zutaten nimmt, also Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Eier, und das aber zu so einer eher ungewöhnlichen, zu so einem ungewöhnlichen Gericht macht. Das heißt, man muss eben nicht jetzt solche Spezialsachen kaufen und man muss auch nicht sich mit Zutaten auseinandersetzen, von denen man vielleicht noch nie was gehört hat, worauf man nicht immer Lust hat, manchmal, aber nicht immer. Und deswegen, und es ist nicht so, also wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel Kochshow-Übung, das heißt, wir sind jetzt nicht hier die Super-Profis, deswegen dachte ich, nehmen wir mal lieber was so ganz einfach ist, damit wir nicht hier so ins Schwitzen kommen. Und dass wir euch noch die ein oder andere Frage stellen können. Das heißt, wenn ihr Lust habt, also das Rezept findet ihr unter die Rehabilitation des Paprika oder hier auch bei der Veranstaltungsanmeldung. Wir brauchen nur einige der Ingredienzen, die ihr hier seht. Wollen wir vielleicht loslegen? Und ja, es gibt ja noch Brote dazu. Genau, Fladenbrote gibt es ja auch. Fladenbrote gibt es auch noch. Genau. Kleine Fladenbrote, die wir in der Pfanne braten werden, und das trauen ich mich eigentlich nur, weil Silvio dabei ist, weil der Hefeteig mit eine Rolle spielt und Hefeteig eigentlich mein Angstgegner ist. Aber Silvio ist da, dann traue ich es mich auch, und ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Hefeteig hat Angst vor mir. Warum gilt Hefeteig denn immer noch als so ein bisschen zickig? Es ist irgendwie schwierig. Es ist, glaube ich, auch so schlimm ist es gar nicht. Doch, und, es ist schon... Der macht solche Sachen da in der Ecke und du weißt nicht genau was, ob er das Richtige macht. Ah ja, aber ich finde, beim Hefeteig ist immer so, wenn er noch nicht gut gegangen ist, dann muss man nochmal gehen lassen, dann stellt man nochmal ins Warme. Wenn er zu viel gegangen ist, muss man nochmal ein bisschen zusammenschlagen sozusagen und die Luft raus, und dann wird es vielleicht ein bisschen strohiger. Aber nicht zu sehr kneten, oder? Nee, ja, das Ding ist, was man halt haben will. Ich meine, jetzt sind gerade diese Brote modern, wo so große Blasen drin sind, wisst ihr, diese wo früher der Deutsche gesagt hat, der Bäcker betrügt mich, weil ich kaufe ja Luft hier. Und das ist also ganz raffiniert, da werden die Hefeteige irgendwie echt so 48 Stunden lang, lässt man die gehen im Kühlschrank, bis die so richtig alkoholisch riechen, und die werden dann auch kaum so
so wie es der Bäcker eigentlich sonst immer macht, dass er den nochmal durchknetet und dann erst so Brotlaiben formt und dann nochmal gehen lässt, sondern die werden nur so ein bisschen zusammengeschoben und dann so geschoben. Dann ist das sozusagen so eine gärende Masse, die man in den Ofen schiebt. Aber jetzt ist es ganz unkompliziert. Jetzt ist es ganz unkompliziert. Machen? Wir machen einfach nur ein bisschen Hefe, da geht dann. Und bei so Fladenbroten, die dünn in der Pfanne gebacken werden, ist auch total wurscht, ist ob egal, der Hefeteig jetzt perfekt ist oder nicht. Ich meine, genau, deswegen habe ich es Fladenbrote kann man auch nur mit Mehl und Wasser machen. Genau. Und da darf ich auch zum Beispiel erzählen, das hast du dir echt frisch für dieses Live-Kochen ausgedacht. Denn ich meinte so, Shashuka, werden die Leute da auch satt, Elisabeth? Und dann meinte sie so, okay, lass mich nochmal nachdenken. Und am nächsten Morgen hatte ich das Fladenbrot in der Pfanne nochmal als ausgedachtes Rezept von dir. Man kann natürlich auch, in dem Rezept damals stand, dass man auch Würstchen dazu, Merguez-Würstchen dazu macht. Das sind so nordafrikanische, sehr gewürzte Würstchen, aber das irgendwie haben wir da jetzt nicht so Lust drauf gehabt. Also wir lassen sie weg, aber die kann man auch noch. Aber die kann man auch als Sättigungsbeilage dazu essen. Man wird auch so satt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann erzählt uns doch mal, wie ihr das mit dem Hefeteig jetzt startet. Silvio, the stage is yours. Okay, also es ist ganz einfach, so ein typisches Wochenmarktrezept. 4 Zutaten, kurzer Text. Also man verknetet im Grunde alles. Das werde ich jetzt machen. Und hast dann du lässt den man nochmal schnell durchgelesen, gehen. Oder? Nee, ich werde das live lesen hier und live abmessen. Das Erste ist, du musst jetzt am Wasserhahn genau 200 Milliliter lauwarmes Wasser abmessen. Ich kann auch 500 Milliliter reinmachen und in die Waage gießen, weil ein Milliliter ist ein Gramm. Ich glaube, ich verstehe, warum ihr das nicht live jede Woche macht zusammen, sondern einfach separiert. Ja, aber er hat mir beigebracht, dass man Wasser wiegen kann zum Abmessen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Stimmt. Aber ich mache jetzt mal lauwarmes Wasser. Elisabeth war so freundlich und hat mir den Wasserhahn schon mal eingestellt, dass wir keine Zeit verlieren. Oh, das ist jetzt aber kalt. Jetzt. Sorry. Aber dann können wir den Lifehack vielleicht nochmal rausarbeiten, denn das Abwiegen von Wasser ist vielleicht so ein Lifehack in der Küche, die noch nicht alle Küchengeräte hat. Ich finde es viel einfacher, irgendwie in die Waage einzugießen, als an so einer Messskala so ganz ist genau das jetzt hinzuschauen. Lauwarm? Ja, das ist lauwarm. Das machen wir, damit wir darin die Hefe auflösen können. Frische Hefe haben wir. Die, glaube ich, genau 20 Gramm wiegt. Genau, das ist genau 20 Gramm. Ich würde das jetzt hier auflösen. Trockenhefe oder frische Hefe? Was ist da eure Präferenz? Ich habe jetzt eine frische Hefe. Aber ich habe vorhin gewogen. Das ist 22 Gramm. Sehr gut. Und Küchenmaschine oder Mixer? Was sind da so eure Präferenzen? Also ich bin pro Küchenmaschine. Ich bin gegen Küchenmaschine. Sie sind auch ein bisschen so ein altes Ehepaar, oder? Ja. So ein bisschen. Nee, also so, genau, es entwickelt sich gerade nur, ja. Also man nimmt jetzt die Hefe, rührt, ich hätte einen Löffel genommen, Silvio nimmt die Hand und dann ist es richtig aufgelöst, muss das sein. Genau, das ist so ein Hefewasser. Und wenn da so ein winziger Hefeklumpen noch drin ist, das ist eigentlich relativ wurscht, weil man knetet den ja doch ein bisschen und dann löse ich das dann auch noch auf. Ja. Silvio, erzählst du noch mal, warum du pro Küchenmaschine bist? Weil das fand ich im Vorgespräch auch ganz spannend. Ich war immer gegen die Küchenmaschine, weil wir keine Küchenmaschine haben. Und fand aber deinen Grund für die Küchenmaschine auch gut. Man kann halt andere Sachen währenddessen machen. Also man kann schon schneiden, man kann während die knetet. Und Hefeteig sollte man länger kneten. Also nicht bloß irgendwie kurz wie Mürbteig. Warte mal, ist das Richtige jetzt? Ja. Ja, ich glaube, das sollen 300 Gramm sein. Aber ich will das jetzt nicht ins Nasse machen. 300 Gramm. Sie hat gesagt, das sind 300 Gramm. Wir schauen gleich, gell? die knetet, was kommt noch rein? Ein Esslöffel ein bisschen Olivenöl Salz und ein bisschen rein. Salz, genau. Was haben wir hier mal? Wollen wir das nehmen? Nee, lieber dieses Industriesalz. Bist du sicher, dass es kein Zucker ist? Ich habe vorhin probiert und das war... Okay. Und dann machen wir noch einen Esslöffel. Salz, genau, Olivenöl. Olivenöl da rein. Super. Teamwork ist doch aber auch ganz gut. Das funktioniert ganz gut, ja. Und jetzt, wie lange wirst du das kneten? Bis er schön ausschaut. Ah. So, da fängt man an. Aber mit den Händen das kneten macht auch Spaß. Ja, das macht man hinterher. Aber ich finde das, am Anfang finde ich das auch irgendwie abturnend, dieses nasse, so klebt. Ja, dieses klebrige. Und dann, wenn er schön ist und nicht mehr klebt, dann macht es total Spaß, so Hefeteig zu kneten. Ja. Aber, welche andere Sache willst du jetzt zum Beispiel machen? Ich könnte dir zum Beispiel jetzt Zwiebeln schälen. Ja, das für die du doch Zwiebeln, machen. Die du gleich schneiden musst. Das kannst du doch machen. Oder? Okay, und Elisabeth würde mit den... Willst du rote Zwiebeln reinmachen oder gelbe? Ja, mir ist egal. Mir ist das auch egal. Da sind auch schon geschnittene, aber das ist ein bisschen zu wenig, oder? Ja, dann nehmen wir noch die gelbe. Ja. Das Messer ist gar nicht scharf.
Und Messer, würde ich sagen, sind so eine der wenigen Küchenbestandteile, die euch sehr wichtig sind, oder? Ja, da sind wir uns einig, oder? Ja, jein. Also Messer müssen scharf sein, finde ich. Das ja ist, gut, das ja, sehe ich genauso. Aber das muss jetzt nicht irgendwie so ein Hattori Hanzo Carbon-Stahl 600-Euro-Ding sein. Nein, sondern das sehe ich auch so. Ich finde auch diese, ich habe zu Hause gern diese billigen Metzgermesser mit dem Plastikgriff. Da ist egal, wenn es mal runterfällt und die Spitze abbricht. Aber wir zeigen jetzt mal, wie toll du Zwiebeln schneiden kannst. Soll ich das mal zeigen? Ja. Okay. Ich schneide ja immer in die Richtung. Gibt es einen Trick gegen das Heulen? Wahnsinn. Gegen das Heulen gibt es keinen Trick, außer eine Tauchermaske, die auch die Nase zuhält. Also wenn man nur Augen zu, nutzt nichts, über die Nase kommen die Tränen. Okay. Machst du das manchmal? Nee. Ich finde, ab und zu weinen muss ja sein. Das ist ja. Ich weine auch ohne Zwiebeln, aber. Ja, ich war nicht bloß bei Filmen, gell? Irgendwie. Wollen wir nicht doch. Jetzt weiß ich, warum wir bei den Tropenküchen keine Küchenmaschine haben. Nein. Irgendwie war das doch ein bisschen. Machen wir noch eine Zwiebel? Ja, ihr macht noch eine Zwiebel und dann können wir vielleicht noch über die Paprika reden, weil es gab auch Fragen, Spitzpaprika, Rundpaprika. Du schreibst ja auch in deinem Rezept, dass du dir eigentlich wünschst, dass die Paprika ein bisschen rehabilitiert wird. Ja, also ich glaube, das Rezept ist ja schon älter, es ist auch seitdem geschehen. Ich habe das Gefühl, Paprika gibt es überall und sie schmecken eigentlich okay, aber diese Spitzpaprika ist, glaube ich, eine neue Entwicklung, oder? Was würdest du sagen? Die gab es früher gar nicht. Und irgendwann im türkischen Laden gab es die halt immer. Ja, aber die grünen im türkischen Laden. Na, auch die langen, glaube ich, schon. Also jedenfalls gibt es jetzt diese, aber ist es für das Gericht völlig egal, welche man nimmt? Ja, ich finde ja eigentlich die Spitzen schon ein bisschen besser. Du widersprichst mir. Entschuldige. Die ganze Zeit. Entschuldigung, aber Moment. Wir haben das Salz vergessen übrigens. Ich hab reingemacht. Okay. Ja. Gut. Wir haben es live und aufgezeichnet. Aber ein Küchentrick noch, diese stinkenden Zwiebelfinger. Das Einzige, was hilft, ist Edelstahl. Deswegen gibt es auch diese Edelstahlsachen. Ja. Und das mache ich echt immer. Das ist unter fließendem Wasser und dann am Messer die Finger abreiben. Am Messer die Aber Finger Vorsichtigkeit abreiben. Okay. Natürlich. Ich glaube, man versteht uns gar nicht, wenn das hier so laut ist, oder? Nee. Irgendwie kommt man das ein bisschen wenig. Aber man konnte nebenher noch was anderes machen. Das, ja, aber ihr habt uns nicht verstanden. Ist so ne? Medium, würde ich sagen. Ja. So ist auf jeden Fall besser. Und, kann vielleicht es ist auch zu wenig Mehl, habe ich das Gefühl. Ja, glaube ich auch. Wir hätten nochmal wiegen noch sollen. Mal machen wir noch ein bisschen. Weil aber da haben wir jetzt unsere erste kleine Küchenkatastrophe. Gell? Nicht schlimm. ihr müsst nämlich wissen, dass die beiden nicht nur das normale Rezept kochen, sondern ein bisschen mehr. Wir haben nämlich drei Leserinnen und Leser und noch drei Kollegen eingeladen. Das heißt, wir müssen so in etwa, wenn das Team auch noch mit ist, so für 10 Leute kochen. Ach, das schaffen wir. Das wussten wir aber nicht. Warte, Lieferando. Da darf man sowas sagen. Elisabeth, magst du vielleicht noch kurz was dazu sagen, wieso Shakshuka und wie kamst du zu diesem Hype, deiner Meinung nach? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt ja so einen Hype der israelischen Küche natürlich. Und das ist ja ein israelisches Gericht. Und in Israel wird es zum Frühstück gegessen. Das war so ein bisschen der, also es gibt so einen allgemeinen Hype der israelischen Küche, weil sie einfach sehr interessant und sehr gemüselastig und viele interessante Gewürze und so enthält. Warum jetzt gerade das Shakshuka? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es so schön aussieht? Keine Ahnung. Aber es hat einen unglaublichen Hype. Also in Berlin ist man quasi nichts mehr anderes. Ich glaube auch, weil man es gut zum Frühstück essen kann und es so ein gutes Brunch. Katergericht, genau, glaube ich. Ja, gut, aber. Aber auch als Abendessen und Mittagessen. Ja, ich esse oft als Abendessen eigentlich. Das ist eigentlich dann gehe ich jetzt mal zu all Ihren Leserfragen über, die ich hier vorbereitet habe. Und zwar die erste ist, Elisabeth, wonach wählst du eigentlich aus, was du machen möchtest? Also ich mache es rein nach meinem eigenen Geschmack. Ich glaube, wir müssen das Ding ausmachen. Okay, ich knete von Hand. Ich habe mich durchgesetzt. Ich gehe nur nach meinem eigenen Geschmack. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das Beste ist. Wenn man den Leuten irgendwie sagen will, wer ich bin, dann ist das ja auch mein Geschmack. Bestimmte Sachen mache ich nie und andere Sachen mache ich sehr, sehr oft. Das nervt vielleicht auch manchmal, aber es entsteht halt so ein bisschen also die Leser können mich halt kennenlernen dadurch. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Deswegen gehe ich danach, worauf habe ich Lust?
Ich gehe sehr danach, welche Jahreszeit ist, also wie man sich gerade so fühlt. Hat man Lust auf irgendwas richtig Warmes oder auf was Frisches? Ich glaube, man merkt der Kolumne an, dass ich sehr gerne Süßes esse. Es kommt sehr oft vor, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Fleisch esse. Das merkt man, glaube ich, auch. Genau. Aber du hast auch Fleischgerichte, also bist da undogmatisch. Was meinst du, warum gibt es deiner Meinung nach so viele Dogmen immer noch in der Küche? Ich glaube, das ist eine der großen Hemmnisse, warum nicht noch viel mehr Leute kochen. Zumindest ist es mein Hemmnis, weil ich denke immer so, ich kann was falsch machen. Ja, ich weiß es nicht. Was sollte falsch sein? Also am Ende schmeckt es nicht, aber du isst es ja, von daher hast ja nur du. Also ich würde jetzt auch nicht, wenn ich nicht kochen kann, sofort 10 Leute einladen und die bekochen. Das würde ich auch nicht machen. Aber an sich kannst du ja einfach ausprobieren und dann geht es schief und dann fängst du wieder von vorne an und irgendwann lernst du das. Ich konnte auch zum Beispiel gar nicht backen. Ich habe das auch zu Hause gar nicht gelernt und habe dann das mit der Zeit aus reiner Gier eigentlich gelernt, weil ich so gerne rohen Kuchenteig esse und so gerne Kuchen esse. Und jetzt ist es so toll, dass ich einfach, wenn ich Lust habe, mir einen Kuchen backen kann. Aber ja, ich glaube, das ist so die Vorstellung, dass das Kochen irgendwie was unter Beweis stellen muss. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich finde, mir ist das eigentlich fremd. Hast du dazu eine Theorie, Silvio? Zu welcher Frage jetzt genau? Dass es in der Küche so viele Dogmen gibt und viele Leute halt Angst haben, auch was falsch zu machen. Dagegen geht ihr ja total vor mit der Kolumne, weil das so schön übersichtlich und einfach aussieht, dass ich mich halt daran traue. Ja. Ich glaube, das hat so ein bisschen so mit so einer Tradition wie Essen und Kochen medial gezeigt wird zu tun. Ich meine, früher war das Paul Bocuse in den 80er Jahren, der stand da halt mit irgendwie so. Bigger than life, oder wie man sagt, und hat da die großen Kapaune gerupft. Und so waren auch die Kochbücher früher. Und ich glaube, mit Jamie Oliver hat es angefangen, dass das alles ein bisschen egalisiert wurde und ein bisschen demokratischer und lässiger und entspannter. Aber es ist trotzdem aufgeladen, weil man hat eine Verantwortung. Weißt du, du hast da hungrige Kinder, eine Familie oder Gäste sitzen. Und deswegen absolut nachvollziehbar, dass man beim Kochen aufgeregt ist. Bisschen nervös, also wirklich, ne? Ja, das stimmt schon. Aber ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, eine Frau, die hat gesagt, entschuldige dich niemals für das, was du gekocht hast, bei niemandem. Weil natürlich gehst du ja schon, du machst es ja schon für die anderen, du versuchst es ja schon. Und wenn es nichts wird, dann also es stimmt, denn, das schmeckt im Grunde jetzt katastrophal. Schon, aber klar, aber da muss man sozusagen auch den Mut zu haben. Ja, oder du trinkst einfach schon so viel beim Essen, beim Kochen, dass du es dir auch egal ist. Oder du füllst die Gäste auch schon so ab, dass das denen total egal ist. Du sag mal, aber dennoch gehst du ja an diese Rezepte ran, Elisabeth, und machst sie noch mal schlanker. Bist eigentlich so eine Vertreterin des Minimal Trends. Und wie machst du das? Und dafür braucht es ja schon so ein Selbstbewusstsein, zu sagen, nö, das glaube ich, braucht es nicht für den Geschmack. Wie gehst du da ran? Wie suchst du dir das aus, wonach du Lust hast? Du gehst nach dem Lustprinzip vor, hast du eben erzählt, aber dennoch, wie weißt ich du, glaube, was die das Essenz? Es hat, glaube ich, schon damit was zu tun, dass ich halt das wirklich nicht so, ich bin halt nicht in dieser ganzen Kochblase. Ne? Also ich muss beim Kochen niemandem was beweisen und ich glaube, dass ich deshalb so diese Narrenfreiheit habe und ich kriege schon auch manchmal Leserbriefe, die sagen, wie können Sie denn einfach nur so ein Käsebrot in der Pfanne braten? Das ist doch kein Essen. Das ist doch kein Rezept. Aber ich denke dann, es ist, also natürlich ist es ein Rezept und ich glaube, dass es auch sehr gut geschmeckt hat, aber... Und das war super. Ja, das war super. Ich meine, ein gutes Sandwich, das ist eine hohe Kunst im Grunde. Yeah. Es ist leichter, einen Hummer im Ofen zuzubereiten, weil der schmeckt von sich aus super. Aber ein gutes Sandwich ist Ich kriege ja auch sehr viel Feedback von den Lesern, die damit sehr happy sind. Und deswegen denke ich, kann ich diesen Weg weitergehen. Also ich habe da eigentlich gar nicht so ein... Also ich weiß auch nicht, warum. Ich finde das eigentlich ganz... Ich mache es halt jetzt schon die ganze Zeit so und es funktioniert. Also... Du willst du vielleicht anfangen? Mir wird gerade die Regie angewiesen, weil die nämlich Angst haben, glaube ich, vor unserer Zeit, ob wir mit der Paprika beginnen wollen, oder? Pass auf, genau, ich habe jetzt hier die Zwiebeln geschnitten. Ja. Jetzt nehme ich Paprika. Ich halte mich nicht ganz an die Mengenangaben, die schneide ich zum Beispiel nicht. Weil wir, wie gesagt, ein bisschen mehr, ein paar mehr Leute haben. Ich nehme jetzt mal so eine Spitze und schneide die einfach irgendwie.
Ich hoffe, irgendjemand hat sie gewaschen. Ja, die wurden auf jeden Fall gewaschen. Das habe ich gesehen. Guck mal, jetzt tränen meine Augen. Und wie du sie schneidest, ist auch gar nicht jetzt so relevant, weil es... Wie bitte? Wie schneidest du sie? Ach so, ja, ich schneide die einfach immer irgendwie. Silvio hat bestimmt einen Trick. Silvio hat mir vorhin erzählt, seine Frau mag es nicht, mit ihm zusammen zu kochen. Ich weiß auch warum, weil er immer sagt... Man könnte es auch so machen. Weil er immer sagt, du könntest doch aber die Paprika auch anders schneiden. Da gibt es einen ganz tollen Trick. Ich stelle den Teig mal hier hin, dann können wir ihm vielleicht zuschauen beim Gehen. Wenn er keine Zicken macht, wir wissen es nicht, gell? Das ist ein Hefeteig. Andererseits würde ich jetzt, du hast ja vorhin gesagt, du weißt, wie dieser Herd funktioniert. Jetzt bin ich doch auf ihn angewiesen. Ja. Blöd. Ja, warte kurz. Also. Ich habe gesagt, das ist. Was diese ist? Diese Platte ist für diese. Wir gucken einfach mach doch mal, ob es warm alle wird an. Und dann. Alle? Ja, das ist doch sowas bei Emotionen. Also, wir braten jetzt erstmal die Zwiebeln in Olivenöl an und in der Zwischenzeit. Ich fühle mich schon so echt so Kochshow-mäßig. In der Zwischenzeit gibt es die Paprika. Herd habe ich aber auch in der Vorbereitung gelernt. Herd ist ebenso wichtig wie Messer, oder? Herd, das muss schon irgendwie was Anständiges sein. Ich habe einen Induktionsherd und ich finde es auch das Beste eigentlich. Also wenn man jetzt keinen Gasherd hat und ich finde, dass es sich lohnt, soll ich auch schneiden? In einen Induktionsherd zu investieren. Ja, wenn man keinen hatte, dann kann man jetzt trotzdem kochen. Ne? Es ist ja immer so die Frage, ob man jetzt das Beste vom Besten braucht. Aber so ein Induktionsherd macht auf jeden Fall vieles leichter, genau wie ein scharfes Messer. Also Messerherd sind auch schon mal für den Wochenmarkt entscheidend, merken wir uns schon mal. Dann noch eine Frage, die ich auch sehr schön fand von den Lesern. Elisabeth, kannst du eigentlich noch normal einkaufen gehen oder versuchst du da immer Rezeptrecherche zu betreiben oder zu gucken, was Deutschland gerne isst? Ja, also das vermisse ich tatsächlich ein bisschen, dass ich nicht mehr so normal einfach vor mich hin kochen kann. Sondern mir immer schon, ich muss ja allein aus Zeitgründen mir immer überlegen, könnte ich da jetzt was draus machen? Und da denke ich, ich wär gerne eigentlich jemand, der so ein Rezept aufschlägt und sagt, ach, das koche ich mal. Oder auch nicht. Und das vermisse ich ein bisschen. Aber gut, das ist jetzt eine Luxussorge. Aber ich kann eben nicht mehr normal einkaufen, um die Frage zu beantworten. Leider. Was fällt dir auf, wenn du so Deutschland in den Einkaufskorb guckst? Ja, also ich gucke sehr gerne immer in die Einkaufskörbe der anderen. Ich kaufe halt immer in Berlin ein, das ist jetzt nicht repräsentativ für alle, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man könnte so ein Supermarkt, so ein normaler Supermarkt könnte eigentlich auch zu 3/4 aus Gemüse bestehen und der Rest dann nur diese anderen Fertigprodukte. Aber meistens ist es ja andersrum und ja, ich finde es immer ein bisschen schade, aber gut, kann ja nicht jeder Kochkolumnist sein, aber ich finde es immer schade, wenn man nicht selber kocht. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, aber ich möchte jetzt auch niemanden verurteilen dafür. Deshalb versuchst du ja auch einfache Rezepte zu generieren. Ja. Wie viel Zeit gibst du dir so an Wochentagen, wenn du nach Hause kommst, auch nach einem langen Redaktionstag? Du meinst für die ganze? Fürs Kochen, genau. Ja, wenn du sagst, dass du dir eigentlich wünschst, dass mehr Leute zu Hause auch Gemüse kochen und keine Scheu. Klingt so blöd, sich das zu wünschen, ne? Aber ich finde es einfach, es ist ja eben gar nicht so schwer. Und es ist so schön, auch nach so einem langen Tag oder nach so einer langen Woche am Wochenende einfach sich selber was zu gönnen, sich zu überlegen, was will man essen und es dann auch wirklich zu essen. Dann ist man ja auch viel unabhängiger. Also ich kann das zeitlich nicht so richtig sagen, wie viel ich brauche. Manchmal muss ich ja auch ein Rezept machen, was dann nichts wird und dann muss ich quasi wieder von vorne anfangen. Ich tue dir einfach rüber, gell? Deswegen kann ich es nicht so richtig sagen. Ich mache es nicht an einem bestimmten Wochentag oder so. Wer ist der entscheidende Tester, um dir zu sagen, hey, das ist ein Wochenmarktrezept und das nicht? Ja, meine Familie ist eindeutig die harte Tür. Und die sind da auch völlig unsentimental. Nee, das ist kein Wochenmarkt, das ist ein Wochenmarkt. Und dann, also ich kann mich nicht dagegen entscheiden. Wenn die sagen, das ist kein Wochenmarkt, dann ist es auch kein Wochenmarkt. Dann kann ich sonst, dann argumentiere ich manchmal, aber guck doch mal hier und das ist doch. Aber eigentlich mache ich es nicht. Ich habe den Eindruck, aber ich bin da wirklich nur in der Leserperspektive, dass es fast eigentlich immer dein Soul Food ist oder täuscht es. Ja, aber ich habe schon manchmal auch Lust auf sowas, also was du schon auch findest im Wochenmarkt, ist so ein bisschen was salatig, frisches, ganz,
ganz ungeschmortes, nenne ich es mal. Also sowas, weiß nicht, irgend so ein Salat mit Pfirsichen oder so. Mhm. Und roten Zwiebeln hatte ich neulich mal. Also mit sowas ganz. Sumachzwiebeln waren das, oder? Ja, genau. Ja. Also sowas ganz Frisches mag ich schon auch. Also es muss so ein bisschen sich abwechseln. Aber Soul Food kann doch auch was Frisches sein, oder? Ja, aber ich dachte jetzt, du meinst mit Soul Food sowas. Sowas Bauchwärmendes oder sowas. Die Vokabel wurde ja wahnsinnig berühmt jetzt während der Corona-Zeit, weil wir irgendwas zum Trost brauchten, halt eben auch Soul Food. Mhm. Was ist so das Soul Food der Deutschen, deiner Meinung nach? Ich glaube immer noch Pasta, oder? Was glaubst du? Kartoffeln. Kartoffeln? Also schon, also ich bin ja selber ein großer Kartoffelfan. Kartoffeln. Das ist irgendwie. Schon die Deutsche toll, braucht irgendwie. Einfach eine Kartoffel, dann geht es ihm wieder. Ja, aber so eine Kartoffelsuppe, eine gute. Das ist, aber es ist schon so, dass wirklich Pasta, glaube ich, ist. Dass ich glaube auch viel Pasta. Mehr, dass die Pasta mittlerweile echt. Ist ja auch was Feines. Ja, so also den Siegeszug angetreten. Wenn man hat. Sich, glaube ich, die Abrufe auf Wochenmarkt online anschaut, dann sind auf jeden Fall die Pasta-Gerichte immer mit Abstand die sofort auftauchen. Ja. Und wenn man dich sucht, Elisabeth, ist mir auch aufgefallen, ist Orangenkuchen etwas, was sofort kam. Was hat es mit dem Orangenkuchen auf sich? Ja, also ich muss sagen, der Orangenkuchen war eigentlich gar nicht von mir. Ich habe den entdeckt. Das Rezept stammt aus dem Jahr, ich glaube, 79 von einer britischen Kochbuchautorin mit ägyptischen Wurzeln, Claudia Roden heißt sie, und sie hat das erfunden. Sie hat einen im Prinzip relativ normalen Kuchenteig gemacht und hat dann zwei Orangen in Wasser gekocht und die dann im Ganzen püriert, was einfach einen irre Spaß macht, muss man sagen. So eine Orange pürieren. So. Ich habe das gelesen und war so, welcher Verrückte hat das Rezept geschrieben? Ja. Also echt so zwei Orangen, die sollen wir jetzt kochen mit der Schale und so. Und also dann, ist ich war so, was hat sie sich jetzt ausgedacht? Nee, das habe ich mir nicht. Ja, weil ich wusste ja nicht, dass das von der Autorin ist. Ich dachte, das ist von dir, weil ich kriege ja die Rezepte und nicht die Kolumnen. Genau, also aber es das ist doch abartig. Aber und die Masse, die dann entsteht, schmeckt eigentlich auch nicht, ne? Aber dann beim Backen, hey, das ist und dann packst du es aber zusammen mit diesem Teig, der, glaube ich, ohne Mehl ist, wenn ich mich richtig erinnere. Mit Mandeln, glaube ich. Genau, mit geriebenen Mandeln. Ne? Genau, der ist glutenfrei und dann schmeckt das irgendwie wahnsinnig gut. Und das ist auch beim Kochen dieser Orangen, das hat total komisch gerochen irgendwie. Das hat irgendwie so nach Schweiß irgendwie ganz strange gerochen. Überhaupt nicht nach frischer Orange, sondern irgendwie abartig. Ja, ist viel zu bitter. Ja, und ich war dann so, das Hilfe. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch manche Kochsachen, also Kochtätigkeiten, die einfach irre Spaß machen. Und so eine Orange pürieren ist schon ein tolles Erlebnis. Und was ich auch wahnsinnig gerne mag, ist so Mandeln schälen. Das ist auch wahnsinnig befriedigend. Blanchierte Mandeln, so flutsch. Finde ich wahnsinnig befriedigend. Das ist wie so ein Rosenkranz beten oder so. Ja, aber das ist doch bei Kochen sowieso. Das hat schon so was Entspannendes, finde ich. Ja, aber nicht alle Tätigkeiten. Manche sind aber, ja so ein bisschen so nervig. Dieses vor sich hinkochen und so dieses da zupfen, da ein bisschen schneiden. Ja, so, das wenn hat man schon sowas so selbstbewusst ist. Aber ich habe immer Angst, was falsch zu machen. Aber was wäre das Schlimmste, was passiert? Zum Beispiel, fangen wir mal an. Hier vielleicht auch ein bisschen zum Shakshuka. Ja. Bei mir wäre schon das mangelnde Selbstbewusstsein. Ab wann sind die Zwiebeln glasig? Überall steht immer glasige Zwiebeln. Bei mir nicht glasig. Genau, bei dir. Ich sehe nicht, dass die glasig sind. Ja, aber es ist auch nicht so schlimm, weißt du, wenn die nicht glasig sind oder selbst wenn die roh sind und du machst alle, ehrlich gesagt, wenn du alles zusammen rein machst, ist es auch okay. Bei der Blindverkostung, ob du da so einen großen Unterschied dann merkst, das ist. Also wenn die nicht glasig sind, passiert überhaupt nichts, ein Shakshuka schmeckt trotzdem. Ich glaube ja, dass Zwiebeln viel in Rezepten angebraten wird, weil es gut riecht einfach und angeschwitzt. Ja. Weil ich glaube, am Ende macht es keinen Riesenunterschied, ob du das roh zusammenbringst oder gedünstet, aber es riecht halt super. Das genau, ist halt also das ist, glaube ich, so, wenn du einfach mal es ausprobierst und dann machst du die Erfahrung, dass der Rezeptautor nicht immer recht hat, dann bist du sofort selbstbewusst. Das stimmt, das versuche ich mal. Vielleicht nicht als erstes bei dir. Du sag mal, eine gute Leserfrage, die ich hier auch nochmal rausgreifen möchte, ist, jetzt steht ihr ja hier alle schön zusammen in der Küche mit einem Glas Wein, aber wie muss man euch denn so im echten Leben in der Küche so vorstellen? Mhm. Seid ihr eher die Alleinkocher? Seid ihr die Gäste sind schon beim Kochen dabei? Trinkt ihr was? Wie ist das so? Ja, wie machst du es? Also wenn ich koche, rennen meistens ein Vierjähriger und eine 18 Monate alte um mich rum und wollen auch irgendwie bespaßt werden. Und dein Hund noch? Der Hund, der sitzt meistens neben mir und schaut mich treu doof an.
Aber ich koche natürlich auch viel im Studio, da koche ich alleine und da koche ich dann wirklich alleine, so wie ich jetzt bin und habe da auch so meine Küche und das macht mir total Spaß. Guck mal, ich glaube, das reicht jetzt, oder? Ja, an Paprika? Ich mache noch die. Ja. Die ist ja eh schon aufgeschnitten. Und das macht mir total Spaß. Aber so, wenn Gäste da sind, da koche ich eigentlich schon vor, aber dann auch den Rest macht man natürlich, wenn die da sind. Weil ja, ich auch. Aber ich muss sagen, ich hatte so lange keine Gäste. Geht mir genauso. Und die Vorstellung, dass so Leute in meiner Wohnung, so 10 fremde Leute in meiner Wohnung sind, kommt mir irgendwie komisch vor. Das ist total komisch. Ich habe mir das neulich gedacht. Irgendwie, ja. Dass irgendwie so dieses für Gäste kochen, was wir früher echt total viel gemacht ja. haben, das ist weg irgendwie. Ja. Das ist also bei uns, aber klar, mit den kleinen Kindern irgendwie, dann ist man selber von dieser Pandemie irgendwie doch ein bisschen gebeutelt und wenn man dann wieder was machen kann, geht man da doch gerne ins Restaurant. Ist so ein bisschen also, menschenscheu geworden. Ja. Wisst ihr was, wir sind ja hier ganz ehrlich. Kameramann, kannst du mal bitte einmal zeigen, wo unser Fotograf steht? Phil, kannst du bitte sehr gut auf dich aufpassen, da oben? Hi Phil! Damit es wirklich auch aus dem Shakshuka-Topf auch noch ein Foto gibt. So früh gibt. Zu Abend? Wir haben schon darüber das gesprochen. So das war nämlich so, auch. So, sich um 17 Uhr anfangen, ums Abendessen zu kümmern. Ne, mit kleinen Kindern irgendwie. Ich meine, früher war Abendessen so ab 20 Uhr, kam es mal in Frage. Und jetzt ist irgendwie so 17.30 Uhr, hört man schon die Hilferufe. Ja, oder früher, wenn man nach Hause kam, einfach sich ein Glas Wein nach der Arbeit. So geht natürlich auch alles nicht mehr. Ja, doch. Also wir haben schon von den Leserfragen haben wir schon beantwortet, noch Must-Haves in der Küche. Dann, was die Leute auch interessiert, wo kauft ihr welche Lebensmittel? Habt ihr da besondere Tipps? Konkrete jetzt? Ja, also so zum Beispiel, dass ihr sagt, vielleicht ist es auch wieder ein fehlgeleitetes Dogma, Gemüse nur beim Gemüsemann. Und was habt ihr wirklich auch auf Vorrat da? Vielleicht kann man die Frage so erweitern. Ja, also ich habe überhaupt keine Dogmen. Ich würde jetzt, glaube ich, ich kaufe jetzt kein billiges Fleisch. Also das ist mir zu eklig. Dann kaufe ich lieber gar kein Fleisch. Und da gucke ich wirklich, dass ich eben irgendwie halbwegs weiß, wo ich das kaufe. Also das kaufe ich jetzt nicht einfach so nebenbei im Supermarkt. Und sonst gehe ich aber auch in Supermärkte und kaufe dort Sachen und kaufe aber trotzdem viel Bio. Ich finde, es schmeckt besser. Es wird bestimmt irgendeine Studie geben, die das Gegenteil belegt. Mein Gefühl ist, es schmeckt besser, wenn es Bio ist. Aber auch da, ich glaube, wenn man sich kein Bio leisten kann oder mag oder so, ich glaube, man kann trotzdem kochen. Also und dann geht man halt auf den Wochenmarkt, das ist das Gemüse ja oft sehr günstig. Das mache ich auch oft. Also ich glaube, diese Dogmen sind nicht, sind irgendwie, führen gar nicht zum Ziel. Ne? Nee, überhaupt nicht. Also wenn man einen gut sortierten Supermarkt hat, der auch viel Biogemüse hat und so, das ist bei uns oft auch einfach aus zeitlicher Not, wird das alles beim großen Supermarkt, der alles hat, gekauft, aber wir kaufen auch kein Ekelfleisch. Aber macht ihr so einen Wocheneinkauf auf dem Wochenmarkt? Pass auf, das ist nämlich jetzt gleich der Übergang zu unserem dritten Gast, den wir noch als Überraschungsgast dabei haben. Kauft ihr auf dem Wochenmarkt dann so eure Wochenration Gemüse, Obst und Gemüse? Silvio geht nie auf den Wochenmarkt. Also, ja, doch, manchmal, wenn ich per Zufall irgendwo vorbeikomme, aber wir haben bei uns in der Nähe keinen und das ist dann doch irgendwie mehr dann zu sehr Event, auf den Wochenmarkt zu gehen. Und so Wocheneinkäufe, finde ich, da schmeißt man am Ende mehr weg, als mal so, wenn man jeden zweiten Tag einkauft. Silvio, wir haben da was für dich vorbereitet. Okay. Pass auf. Damit du nämlich in Zukunft nicht mehr so viel wegwirfst und vielleicht die Kinder einpackst und sie doch mal zum Event Wochenmarkt mitnimmst, haben wir noch einen dritten Überraschungsgast für sie eingeladen. Der Überraschungsgast ist Nadine Kessler. Und Nadine sorgt auf dem Wochenmarkt online sorgte sie mit ihren Inhalten für eine der am beliebtesten und meist abgerufenen Quizzes. In dem kann man nämlich überprüfen, wie man Obst und Gemüse zu Hause richtig lagert und sie räumt da mit dem ein oder anderen Mythos auf, zum Beispiel mit der Obstschale. Das habe ich schon von Nadine gelernt. Und vielleicht, Silvio, kann sie dich sogar bekehren, weil sie dir endlich zeigt, wie man Obst und Gemüse richtig lange lagert, dass es frisch bleibt. Bitte begrüßt jetzt Nadine Kessler.
nehme Sie hier und die Fragen mit. Nadine, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Servus. Aber du bist auch aus München angereist. Danke dafür auch nochmal. Du hast sogar die ganze Zug-Odyssee auf dich genommen. Sag mal, wie bist du dazu gekommen, dich mit dem richtigen Lagern von Obst und Gemüse zu beschäftigen? Denn im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du eigentlich mal was mit Tourismus machen wolltest. Ja, also ich habe durch viele Reisen, auf denen ich viel auf Farmen gearbeitet habe, hat es mich so ein bisschen raus in die Natur getrieben und ich dann irgendwann beim Gartenbau gelandet bin. Also ich habe Gartenbau studiert und ich baue keine Parks, aber ich befasse mich sehr viel mit Pflanzen. Ist im Prinzip wie Biologie, nur ohne Menschen und Tiere, und habe mich da auf Obst und Gemüse spezialisiert und da dann im Verlauf meines Studiums viel über Qualitätsmanagement, Nacherntemanagement, Lagerung und all sowas gemacht. Genau, und so kam ich zum Obst und Gemüse und zum Gartenbau und ja. Dann hast du deine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Das Ganze wurde zur Zeit oder wurde von der Zeit auch. Wie bist du dann mit der Zeit zusammengekommen? Genau, also es ist ein bisschen, man muss ein bisschen vorher anfangen. Ich arbeite auf einem Markt und ich kann dir sehr empfehlen, da einkaufen zu gehen auch. Da ist schön, in München. Ja, wo? Am Josefsplatz. Ah, ja, das ist immer selten in Schwabing. Genau, und also da ist mir einfach aufgefallen, dann auch im Zuge meines Studiums, wo ich so viel über die Reifeverläufe in der Pflanze wusste, wie wenig die Menschen darüber aber wissen und dass das aber den Unterschied machen kann, ob ich eine Karotte jetzt nach 3 Tagen weghauen muss, weil ich sie im Kreis biegen kann, oder ob ich sie einfach 4 Wochen lang aufheben kann, wofür sie als Lagergemüse eigentlich gedacht ist. Und dass das so im ganzen Zuge der Lebensmittelverschwendung, dachte ich mir, das ist so eine kleine Stellschraube, an der man irgendwie was ändern könnte. Man braucht keine Hightech-Kühlschränke. Das sind ganz kleine Kniffe, wo jeder und jede Einzelne was dazu tun könnte, damit wir einfach weniger Essen wegschmeißen. Denn Essen wegschmeißen ist überhaupt ein Stichwort. Es geht ja nicht darum, nur Geld zu sparen, sondern es wird ja auch richtig, richtig viel weggeschmissen, oder? Also wir schmeißen in Deutschland, je nachdem, welche Quelle man nimmt, so um die 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Und davon Wahnsinn. Sind 50% auf verbrauchenden Ebene und davon wiederum fast oder so ein bisschen mehr als die Hälfte frisches Obst und Gemüse tatsächlich. Also da kann jeder zu Hause seinen Beitrag leisten, indem er jetzt gut aufpasst oder das Quiz macht. Apropos, ich habe heute Morgen eingekauft, bevor es zur langen Nacht kam. Und als hätten wir das abgesprochen, aber es ist eigentlich ein Fail, sieht man schon den tollen Salat. Was ist da passiert und wie hätten wir den vielleicht besser lagern können, dass er nicht schon so müde aussieht? Genau, also der hat wahnsinnig viel Blattmasse und wahnsinnig viel Feuchtigkeit, die auch verdunstet, wenn man ihm nicht hilft. Also was hier nicht passiert ist, deswegen ist er schon welk. Also zeig ihn mal so ein bisschen vielleicht in die Kamera, dann sehen wir ihn. Also in der Mitte ist er eigentlich noch so ganz frisch und feucht, aber an den Außenrändern ist er echt müde geworden. Genau, man merkt schon, der ist so ein bisschen welk. Der war bestimmt auch mal praller, würde ich jetzt behaupten. Und also der ist, wenn ich den jetzt auf dem Teller hätte, den fände ich jetzt nicht mehr so schön zum Essen wahrscheinlich. Ginge schon, ich würde ihn jetzt nicht wegschmeißen, aber anders wäre natürlich schöner. Und ich habe was mitgebracht auch. Und das brauche ich. Und ich bin auch kein Fan von Plastik und versuche das womöglich auch zu vermeiden. Aber es ist immer die Sache, nehme ich diese eine Plastiktüte oder schmeiße ich den Salat weg, der auch viele Ressourcen hatte. Arbeitskraft, Wasser, Erde, keine Ahnung, der viel Zeit gebraucht hat, um ihn anzubauen. Und deswegen, genau, ist das meine Plastiktüte und die wasche ich jedes Mal aus und nehme sie wieder her, hänge sie zum Trocknen auf dem Balkon, sehr zur Freude aller Menschen, die mich besuchen und ich überall Plastiktüten in meiner Wohnung rumhängen habe. Genau, wenn ich den zum Beispiel auf dem Markt kaufe, also bei uns ist so, der ist einmal vorgewaschen, heißt, der ist so ein bisschen nass. Und dann ist es wichtig, dass ich ihn mit dem Strunk nach oben aufbewahre, damit das Waschwasser nach unten rauslaufen kann. Weil wenn ich ihn so aufbewahre, dann läuft es in die Mitte rein. Bleibt da frisch, aber die Außenränder dörren auch. Er fängt von innen aus an zu welken dann und von innen an schlecht zu werden. Genau. Und was der braucht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Also der braucht 98% Luftfeuchtigkeit, haben die wenigsten Kühlschränke, deswegen muss ich ihm da ein bisschen helfen. Und damit er nicht dann in seinem eigenen Wasser liegt, lege ich da ein Küchentuch unten rein, lege den Salat da rein und dann lege ich die Tüte, so wie sie ist, leicht geöffnet in den Kühlschrank. Ah. Und dadurch, dass der so ein bisschen Wasser verliert,
bleibt es da drin feucht und er kann das immer wieder aufnehmen und sowas. Und dann, also eine Woche gut. Eine Woche locker. Okay, das testen wir. Das zu dem Salat. Ganz häufig wurden wir gefragt nach Gurke und Tomate. Das ist, glaube ich, sowieso die beiden der deutschen liebsten Gemüse sind. Was kann man bei Tomaten und Gurken falsch machen? Also die Gurke, ich sage ja immer, die Gurke ist eine Diva, weil die der kann man. Das sagst du so, das sagen ja. Wir jetzt alle so, die Gurke ist eine Diva. Genau, also der kann man es quasi gar nicht recht machen, weil die bekommt nämlich unter 12 Grad Kälteschäden und über 12 Grad verliert sie so viel Wasser, dass sie schrumpelig wird. Und im Kühlschrank ist? Im Kühlschrank hat es um die 8 meist, je nachdem, was man für einen Kühlschrank hat. Aber das ist schon okay, das hält die aus. Ich lag's also bei Fruchtgemüse, jetzt auch bei Paprika und sowas, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Viele sagen, okay, ich lagere die draußen, weil die mögen es nicht so kalt einfach. Ich finde aber, dass sie draußen zu viel Wasser verlieren, dann werden sie welk und dann bekommt die Paprika so schrumpelige Stellen. Deswegen lege ich die Gurke trotzdem in den Kühlschrank, aber ich wickle sie auch so ein bisschen in ein Küchentuch oder ein Handtuch ein oder sowas. Die mag es nicht so gern, wenn sie so kommt. Silvio, du musst hier zuhören, ne? Ja, ja. Hörst du zu? Sehr gut. Ich glaube nicht. Also in ein Handtuch einwickeln, damit der Wochenmarkt hält. Okay. Genau, also wenn die dann so oft bekommt die so wässrige Stellen auch und so ein bisschen eingefallene Stellen, das sind Kälteschäden. Also dann war es ja tatsächlich zu kalt. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich sie so ein bisschen einwickle, schützt sie das so ein bisschen und es verhindert auch, dass Kondenswasser an der Schale entsteht, was auch zu Befall mit Mikroorganismen führt und die mir dann einfach wegschimmelt. Okay, gut gekleidet. Das klingt auf jeden Fall genau. Nach Diva. Ja. Und am besten dann auch, also ich habe sie immer in so einer Box noch drin liegen, wo die Luftfeuchtigkeit dann auch relativ hoch einfach ist. Okay. Tomaten mögen es nicht kalt. Die wollen auf gar keinen Fall in den Kühlschrank, die verlieren dann nämlich ihr Aroma. Die habe ich einfach, so wie sie hier wären, würde ich sie so auf die Arbeitsplatte liegen und da liegen lassen und aufbewahren. Wichtig auch, dass wenn ich so ein Bündel Tomaten kauft, dass ich die nicht alle übereinander stapel, weil die bekommen Druckstellen. Genau, und auch ein schöner Fun-Fact, Tomaten sind ein nachreifend, also das heißt, die werden auch mit der Zeit noch reifer. Heißt, wenn ich irgendwie mal, was weiß ich, wo so eine Rispe kaufe, wo noch eine dabei ist, die so ein bisschen grün ist, heißt es nicht, dass ich es nicht kaufen muss. Ich kann die einfach daheim irgendwo liegen lassen. Die reift nach und wird mit der Zeit auch noch schön rot. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die dir so auf dem Markt begegnen, jenseits der Lieblingsgemüse? Also was tatsächlich, und ich arbeite da seit 4 Jahren und dachte, ich habe es mittlerweile jedem schon einmal erzählt, aber nein. Der gängigste Irrglaube sind die Freunde hier, die Radieschen. Silvio, was glaubst du, wie bewahrst du die auf? Sofort du musst vom bei Grün zu weg. Uns ins Bild kommen, okay. Silvio, sorry. Sofort vom Grün weg. Ja, sehr gut. Und in eine Tupperdose. Genau. Also wichtig ist, viele denken, und das ist auch so die gängigste Frage, oder wenn ich so am Markt sage, soll ich das Grün abschneiden, dann sagen die so, nee, es hält doch länger und bleibt länger frisch. Aber nein, das ist die Pflanze braucht das Grün, um sich zu vermehren. Die fängt dann, wird größer und fängt an zu blühen und das möchte die. Und die Knolle ist nur der Energiespeicher der Pflanze. Heißt, wenn das Grün noch dran ist, zieht es alle Feuchtigkeit aus dem Radieschen raus. Fängt wahnsinnig schnell an zu schrumpeln und denen, also wir haben da auch Versuche an der Uni gehabt, irgendwie, wo wir die während der Vorlesung mit Grün und ohne Grün aufbewahrt haben und die verlieren mit Grün doppelt so viel Gewicht wie ohne, also Feuchtigkeit, also denen kann man wirklich, wenn man es falsch macht, beim Schrumpeln zuschauen. Und ich habe hier auch, die habe ich von zu Hause, das ist so meine Allzweckwaffe, um eben Gemüsefach, da verdunstet auch zu viel Feuchtigkeit, da ist es nicht feucht genug drin. Deswegen nehme ich diese Box, lege da ein Küchentuch unten rein, damit die Feuchtigkeit so ein bisschen aufgefangen wird und dann also wirklich ganz akribisch jedes Grün abmachen und da reinlegen, ein Tuch unten drüber, oben drüber und dann den Deckel drauf. Und dann merkt man schon, man muss das dann immer mal ein bisschen abwischen, weil es wird feucht, aber dann kann ich die da auch, eine Woche, zwei oder sowas aufbewahren, ist gar kein Stress. Genau, und ansonsten sind sie halt morgen kaputt. Also Salat, Tomaten, Gurken, Radieschen haben wir jetzt schon gerettet. Sollen wir mal zum Obst kommen? Weil das habe ich auch als erstes von dir gelernt. Die Obstschale ist eigentlich das Schlimmste, was man dem Obst antun kann, oder? Schon, ja. Also ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Möbelhaus oder sowas wahrscheinlich, was schön ausschaut. Ja, aber es sieht halt auch einen Tag oder zwei Tage schön aus, wenn dann hier so
eine Nektarine und die Äpfel und eine Birne und Aprikose und dann am besten auch noch alles irgendwie übereinander. Und dann, also der Apfel ist sowieso so ein besonderer Kandidat, der gibt Ethylen ab, ist ein Reifehormon, was alle anderen Sachen drumherum mitreifen lässt oder schlecht werden lässt. Und dann werden die weich, bekommen Druckstellen und dann habe ich auch schon die Fruchtfliegen im Haus und dann war es das mit der Obstschale. Sie ist nicht ganz, keine Ahnung, wenn ich eine Birne habe zum Beispiel, die ist so ein bisschen hart, die reift auch nach, dann lege ich die in die Obstschale, aber allein. Die Nektarine ist auch hart, die würde ich jetzt auch in die Obstschale legen, aber dann liegen die da zu zweit, je nachdem, was ich irgendwie brauche für mein Müsli oder sowas und den Rest lasse ich aber im Kühlschrank. Also das ist so alles, nicht alles Obst, aber so gut wie alles kann man gut im Kühlschrank lagern. Bananen nicht, die sind exotisch, die mögen es nicht so kalt. Genau, aber Nektarinen, Pfirsiche sind bis minus 1 Grad kältetolerant, die kann man gut im Kühlschrank lagern. Und dann wird mir auch nicht alles auf einmal reif und ich kann es je nach Bedarf rausholen, schön voneinander getrennt liegen lassen und dann warten, bis es schön weich ist. Also eigentlich ein bisschen wie beim Kochen, der Bento-Trend. Also alles voneinander separieren. Dafür würdest du auch plädieren. Genau. Sag mal, wenn wir beim Apfel sind, es gibt ja Äpfel aus allen Herren Ländern. Mhm. Und viele der Zuschauer bemühen sich ja eigentlich mit ihrem Essen, mit ihrem Kaufverhalten jetzt nicht unbedingt den CO2-Abdruck nochmal zu vergrößern. Es gibt aber auch Artikel, die sagen, dass diese Großproduktion von Äpfeln teilweise dazu führen, dass ein Apfel aus Neuseeland einen kleineren CO2-Abdruck haben kann als der aus dem alten Land. Wie stehst du dazu? Regional versus CO2. Also regional ist für mich auch immer so ein bisschen saisonal tatsächlich. Und Äpfel kann ich halt deutsche bis Mai, Juni essen, weil die sich einfach so lange lagern lassen. Aber da gibt es auch verschiedene Studien dazu. Und diese CA-Lager, wo die gelagert werden, die sind so große Lager, die brauchen wahnsinnig viel Energie. Deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, auch dass so ein eingeflogener Apfel weniger CO2 produziert als der von zu Hause. Jetzt im Herbst nicht. Also da ist der frisch vom Feld irgendwie, da kann ich den gut kaufen. Aber ansonsten gibt es ja auch tolle andere Sachen, die man im Sommer oder im Frühjahr essen kann. Irgendwie. Dann gibt es Beeren, dann gibt es Zwetschgen, dann gibt es Kirschen. Also muss ich nicht den Apfel vom letzten Jahr unbedingt essen vielleicht. Was sind noch vielleicht solche Mythen, mit denen du aufräumen willst, wenn du dir so ein bisschen das repräsentative Gemüse da nochmal anschaust? Was hattest du zu den Möhren nochmal gesagt? Weil die sind ja theoretisch super lang haltbar. Genau, aber bei denen, also das sind jetzt auch Buntmöhren, da ist auch schon wichtig, dass ich da auch das Grün abschneide. Ah. Und ja, also wenn man sich die auch schon so ein Ticken viel Wasser verloren. Und die habe ich auch mit in meiner... Nur von heute Morgen, ne? Ja. Kann sein. Also ja. Das sind eh so ein bisschen dünner, aber die würden auch jetzt... Ja, guck, also die kann ich schon, das dauert nicht mehr lang, dann sind die auch einfach nicht mehr so frisch. Und auch das Grün abschneiden und dann habe ich die in dieser Box drin liegen, Deckel drauf, 3-4 Wochen, ist gar kein Stress. Also ist wirklich... Geht gut. Das heißt, du hast wirklich zu jedem Obst und Gemüse so deinen Tipp. Und wenn man das jetzt nicht bei uns liest, wie erfährt man eigentlich was von dir? Wo kann man all das lernen, was du uns jetzt hier gerade gesagt hast? Genau, ich habe dir was mitgebracht. Also ich habe im letzten Jahr zusammen mit meiner Freundin ein Unternehmen gegründet dann, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn da niemand was dagegen unternimmt, dann mache ich das jetzt einfach selber. Und haben einen Lagerort gegründet und wir entwerfen so kleine Kärtchen, so kleine Lagersets. Es sind momentan 18 Arten drin, 9 Gemüse und 8 Obst, glaube ich. Und da habe ich kurz und prägnant zusammengefasst, wie was wo gelagert wird. Also weil das Problem auch in meinen Arbeiten kam dann raus, die Leute möchten diese Informationen, aber sie können nicht drauf zugreifen. Also es ist einfach zu weit entfernt und deswegen habe ich das ganz... Kurz und knackig, also bei der Möhre steht jetzt im Kühlschrank lagern, in einer geschlossenen Box mit einem Handtuch unter und über den Möhren, Box immer wieder öffnen und trockenwischen, grün abschneiden. So ein paar Fun-Factchen schon drin. Ich habe zum Beispiel die Radieschen, das Grün muss ich nicht wegschmeißen, da kann ich zum Beispiel ein Pesto oder sowas draus machen. Hm. Genau, das steht da alles mit drin, kann man auf meiner Website nachschauen und genau. Und dann und sich an den Kühlschrank hängen. Vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Wir haben noch eine Frage, hatte die Elisabeth im Vorgespräch noch mitgebracht. Und zwar Kräuter interessieren Sie auch.
Oder? Habe ich was vergessen? Ja, genau. Kräuter. Was macht man mit Kräutern? Entweder im Töpfchen, bei mir halten die noch nicht mal im Töpfchen, oder wenn man sie so abgeschnitten hat. Genau, also ich habe hier einen Kräuterbund. Wichtig ist, Ich komme mal die rüber. Sind ja oft mit einem, also ich weiß nicht, wenn du die am Markt kaufst oder sowas, dann sind die oft mit einem Gummi zusammengemacht. Den musst du abmachen, weil da an den Stellen fangen sie einfach auch an zu welken. Aha. Und dann verlieren die auch Feuchtigkeit, und um das so ein bisschen abzufangen, man kann übrigens für alles, was ich hier mache, auch Handtücher nehmen, dann hat man nicht so viel Küchentuchabfall. Dann wickele ich die so ein, damit das Wasser nicht direkt da dran kommt, damit die nicht anfangen, irgendwie matschig zu werden oder sowas. Und dann kommen die mit, ich habe viele von diesen Boxen in meinem Kühlschrank. Genau, und dann lege ich die damit rein, Deckel drauf und funktioniert. Also ein trockenes Tuch, genau. Die Feuchtigkeit da drin durch die Karotten und auch durch die Kräuter so ein bisschen selbst führt dazu, dass das wird von alleine nass. Das musst du auch immer mal auswechseln dann. Oder auch wenn das Handtuch, es wird nass, musst du immer mal wieder tauschen. Aber feucht machen braucht es gar nicht unbedingt. Gut. Liebe Nadine, vielen, vielen Dank für all diese Tipps und Kniffe zu den Lieblingsobst und Gemüsen. Man kann alles online nachlesen oder halt auch hier als schöne Karten bei dir erwerben unter lagerort.de. Du wirst nachher noch zu uns kommen, wenn das Shakshuka zu Ende ist. Ich glaube, ich habe eben gesehen, ihr habt die Eier schon reingemacht, oder? Genau. Weil du kommst gleich zu uns, ja? Danke, Nadine. Dein Applaus nochmal. Silvio, ich hoffe, du hast aufgepasst. Ich habe für dich mitgeschrieben. Aufgepasst und mitgeschrieben und werde mir das sicher nochmal anschauen. Also für das, was ich nicht mitbekommen habe. Vor allem, glaube ich, die Küchentücher und die Boxen und ein Großteil im Kühlschrank war mir gar nicht bewusst. Was habt ihr in der Zwischenzeit noch so gemacht, ihr Lieben? Wir haben ein bisschen Chaos hier angerichtet und haben inzwischen die Eier in die Tomatensoße getan. Die werden da ganz normal im Prinzip reingeschlagen, wie man das mit dem Spiegelei auch machen würde. Und die müssen jetzt relativ lang, also 10 Minuten oder so, köcheln, und man legt den Deckel dann nicht mehr drauf. Und Silvio hat gleichzeitig angefangen mit diesen Fladenbroten. Kleinen Fladen. Silvio macht die ganz dünn. Man kann die auch. Das schmeckt auch sehr gut. Man kann die aber auch so ein bisschen dicker machen. Macht uns mal bitte. 2, 3. Und was hast du in die Pfanne reingemacht? Nur einen Tropfen Olivenöl. Olivenöl. Genau. Also diese Induktionsherde, da muss man halt echt aufpassen. Das raucht halt total schnell. Ja. Aber Braten mit Olivenöl geht gut? Oder bis zu welchem? Das, also ein Physiker würde wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, das geht nicht. Das hat ja so einen Rauchpunkt und sowas. Aber ich meine, die ganze Levante brät mit Olivenöl und die sind nicht ausgestorben. So. Und das Essen ist lecker. Von daher. Go. Also man macht Olivenöl in die Pfanne, dann den Teig rein, und dann macht man noch mal ein bisschen Olivenöl auf die Oberfläche und dreht es dann um. Ich würde ja ein bisschen mehr Öl nehmen, Silvio. Dass die so halb frittiert werden? Mhm. Lass es probieren, ja. Beim nächsten jetzt. Ja. Ich finde, es sollte so ein bisschen richtig schmalzbrotmäßig schmecken. Okay. Diese Fladenbrote, wo hast du die jetzt gefunden, als ich dich gefragt habe, Elisabeth, so, was können wir vielleicht noch dazu machen? Ja, also ich habe geguckt. Wir bräuchten bloß einen Teller. Entschuldigung. Einen Teller, wo man die ein bisschen so stapeln kann. Und ein bisschen Salz können wir auch drauf machen. Schmeckt auch gut. Hier ist ein kleiner. Und? Machen wir ein bisschen mehr Öl rein. Ja, genau. Hier ist auch noch. Jetzt hoffen wir, dass das nicht gleich brennt. Oh Gott, gleich geht hier eine Stichflamme hoch. Ich habe wirklich mal Öl in so einer Induktionspfanne angezündet im Hotel 4 Jahreszeiten passiert in München. Einfach. Das passiert an meinem zweiten Arbeitstag. Du kannst jetzt aber hier das auch mal probieren, Wenke, wenn du möchtest. Ah, unbedingt. Es ist ziemlich heiß. Wir können noch ein bisschen Salz drauf machen. Es ist ziemlich heiß. Das ist jetzt die elegante, bisschen fettfreiere, fettärmere Version. Gleich kommt noch eine. Ich mache jetzt noch eine dicke Variante, eine oder? Dicke, fettige. Erinnert mich natürlich sofort an das Pita, was es im Heimatland meines Mannes in Griechenland immer gibt und was auch zu fast allem gegessen wird. Sehr lecker. Genau, das stimmt. Das Pita wird auch in Olivenöl ausgebacken. Genau, und wie schmeckt es dir? Sehr gut. Ich habe noch gar nicht probiert. Sehr gut. Weil im arabischen Raum werden die ja eher trocken, in diesen Lehmöfen halt. Oh, das ist schön. Diese Lavaschbrote ausgebacken. Jetzt müsste ich eigentlich die Dunstabzugshaube anmachen.
Dürfen wir die? Nein, wollen wir nicht. Geht der Rauchmelder los. Das ist okay. Das ist ein Riesenraum. Hier wird nichts passieren. Wenige Minuten da rein und dann tut ihr es eigentlich in den Ofen. Das ist so ein bisschen. Musst du nicht. Du kannst es auch stehen lassen. Das ist ja jetzt immer noch warm. Mhm. Also das bleibt auch eine Weile warm und schmeckt auch kalt. Nee, ich meinte wirklich so. Und danach so eine flachgedrückte Semmel. Ja, so. Ah, okay. Eine Boulette. Mhm. Okay, ja, schauen wir mal. Aber so und muss man sich das jetzt, glaube ich, auch vorstellen, dass du irgendwas siehst und du machst es dann halt einfach auf deine Art und Weise, was du dir vorstellst. Ja, weil Unkenntnis macht ja auch kreativ und dann überlegst du dir einfach, was am besten schmecken würde. Und ich meine, das würde wahrscheinlich kein normaler... Ich würde es nicht so machen. Aber das Ding ist, ich meine, so entstehen ja neue Gerichte, so sind sie immer entstanden, glaube ich. Ich meine, irgendwer hat irgendein Metzgerlehrling hat irgendeinen Fehler gemacht, dann war plötzlich die Weißwurst da. Den ganzen Croissant. Genau. Ja, genau. Mach's mal aber raus. Schaut mal, das ist beim Foodstyle würde sagen so, die Seite ist hässlich und ich würde dann die Seite jetzt hochlegen. Weil die da so süße kleine Flecken hat. Ja, und das ist ja auch bei so... Keine Ahnung, wenn man Fisch brät und so, das hat auch immer eine schöne, eine hässliche Seite. Das ist total lustig. Apropos Foodstylen, dazu haben wir auch Fragen bekommen. Nämlich, was ist dir beim Foodstylen wichtig und wie entscheidest du, worauf du das Essen präsentierst? Das finden ja, glaube ich, auch immer sehr viele. Ja, da kommen immer ganz viele Zuschriften, wo der Teller Geschirr her und so, ja. Das ist ganz unterschiedlich. Also was ich immer möchte, ist, ich will es nicht so im Voraus planen. Also ich gehe jetzt ungern irgendwie... Aber das ist ja leicht mit meinen Rezepten, weil du sie so spät bekommst. Genau. Dadurch ist das so ein bisschen, stolper ich da so durch. Ich kriege dann das Rezept und gehe bei mir in der Gegend, wo mein Studio ist, ein bisschen einkaufen und schaue, ob ich einen schönen Teller finde oder im Antiquariat irgendwas Schönes finde. Ich esse das jetzt. Wenn ich nichts finde, dann gehe ich in mein Lager und finde da was. Und dadurch, durch dieses Improvisieren müssen, entstehen dann oft so spannende Sachen, denke ich mal. Aber trotzdem, ich meine, wenn du beschäftigst dich ja auch mit so Food-Style-Trends, wie kommt es, dass jetzt alles auf Keramik sein muss, habe ich den Eindruck? Ah, das ist, glaube ich, dass sich alle satt gesehen haben an diesem Industrieteller von Villeroy und Boch, glaube ich. Es ist auch so ein bisschen so aus dieser Manufaktum-Back-to-Basics-Ding, glaube ich, erwachsen, dass irgendwie die Leute irgendwie so wieder das Handgemachte wollen und nicht diese Massenware. Und dann wurde halt der schrullige Keramiker wieder entdeckt, der früher sonst irgendwie am Weihnachtsmarkt am Stand irgendwie versucht hat, sein Zeug loszubekommen. Das ist unser Mann. Ja, und das ist halt wirklich, aber es ist auch fotogen einfach, ist so, für die Bildsprache, wie sie jetzt gerade angesagt ist. Was dann, in 5 Jahren ist, weiß man nicht. Und dann machst du doch immer noch so einen Filter über die Bilder, ne? Ja, nee, ich mach halt, das bekommt halt so ein bisschen so einen Look, so ein bisschen so einen Kodachrom-Look, so ein bisschen wie aus diesen alten Timelife-Kochbüchern, so aus den 60er Jahren. Ja. Ja, und das ist auch einfach Zeitgeist gerade so in der Food-Fotografie und in der Fotografie im Allgemeinen. Das aber ist alles schon, ich finde schon, dass es eine spezielle Ästhetik ist, die Wochenmarktbilder. Ja, natürlich. Man erkennt das sofort. Ja, man erkennt das sofort, aber das liegt nicht bloß an diesem Look, das ist auch so, bist du, glaube ich, auch so, wie es arrangiert ist, was da für Materialien zusammengebracht werden. Und natürlich auch die Rezepte, weil die sind dann natürlich auch anders als in den Konkurrenzmagazinen, wo es dann irgendwie so, keine Ahnung, oft so doch in diesem klassischen Dings hier, Stück Fleisch oder irgendwas, Beilage, Soße. Haben wir da eher halt so diese Crumbles und diese... Vom einfachsten eben das Beste. Genau. Und sag mal, wenn ihr kocht und auch wenn es jetzt nicht irgendwie das 2 Stunden Weihnachtsmenü ist, sondern eher nach der Arbeit, aber trotzdem, man stellt sich ja in die Küche, wie du eben auch gesagt hast, Elisabeth. Mhm. Was empfindet ihr, wenn ihr kocht, als respektable Zeit, das dann auch zu essen und zu genießen? Du meinst so ein Mindestgenuss? Ja, genau, das finde ich auch eine gute dieser Frage. Ohne dass der Koch beleidigt ist. Oh. Also ich koche ja auch manchmal nur für mich, wegen der Kolumne, und esse das auch ehrlich gesagt manchmal aus dem Topf einfach. Das stört mich überhaupt nicht. Wenn es sehr gut schmeckt und wenn ich Hunger habe und es ist spät, dann esse ich das auch aus dem Topf und ich kann das trotzdem sehr gut genießen. Ja, ich glaube auch, dass das... Man kann irgendwie ein T-Bone Steak, was man sich hier aufgeschnitten hat und im Stehen isst, kann leckerer schmecken, als wenn du irgendwie an der Damasttischdecke mit schlechter Gesellschaft sitzt. Ja, finde ich. Man sollte da total locker rangehen. Ich finde, das eine
schließt das andere nicht aus. Ich finde, man kann am Abend irgendwie im Zwei-Sterne-Laden schön essen gewesen sein, aber am nächsten Tag kann die Leberkassemmel am Kiosk genauso gut sein. Ja. Ja. Wer räumt bei euch die Küche auf, wenn ihr gekocht habt? Ich. Ich kann es leider nicht ändern. Es ist immer so ein bisschen, es gibt so eine kleine Retraditionalisierung der Rollenverteilung bei mir zu Hause, weil es immer heißt, du bist ja sowieso in der Küche, dann kannst du ja auch gleich aufräumen. Das ist blink. Ja. Ich komme nicht dagegen an, gegen diese Argumentation. Wieso, wer räumt denn bei euch auf? Ah, es ist unterschiedlich. Ich versuche es gerade dem Bub beizubringen, so. Aber so funktioniert nicht so richtig. Aber wir haben es eigentlich so gemacht, dass der kocht, der sorgt dafür, dass die Küche sauber ist. Der kocht. Ja. Bei uns ist es genau. Ja, bei uns auch. Und ich koche immer. Und deswegen. Ja, bei uns ist es anders. Und das ist echt die einzige Küchentradition, die ich bisher schaffe zu beherzigen. Und ich finde, das ist das einzig Faire. Wer kocht und da schon die Arbeit hatte, der darf nicht mehr die Küche aufräumen. Ja, nee, aber ich finde, der kocht, der ist auch... Der ist verantwortlich. Der ist verantwortlich, ja. Weil wenn jemand total die Küche einsaut, weil man kann ja beim Kochen schon ein bisschen Ordnung halten. Ja, aber wenn es danach so schmeckt, dann ist doch super. Oh ja, aber wenn du dann trotzdem irgendwie dann... ist der Genuss auch schnell wieder verflogen, wenn du dann 2 Stunden lang irgendwie da so, keine Ahnung, Tomatensoßenreste wegkratzen musst. Ist es fairer, wenn der das dann macht, der gekocht hat? Das ist ja doppelt unfair. Ja, so eine Abstimmung. Ja, ich finde, das nächste Mal vor. Sag mal, wann wisst ihr, dass das Shakshuka fertig ist? Also bei der Paprika ist es ja nicht so schlimm wie... ob die jetzt noch sehr weich, ob die sehr weich ist oder nicht so weich, sondern bei dem, du musst auf das Ei gucken, ne? Du musst gucken, ob dieses Ei weiß noch durchsichtig ist oder nicht. Und das ist noch durchsichtig, deswegen müssen wir es noch ein bisschen lassen. Vielleicht einmal den Topf drehen, weil ich glaube, hier wird es schneller als da auf der anderen Seite. Aber dann muss man nicht groß rühren und nicht... Du darfst gar nicht rühren. Du darfst nicht rühren. Du lässt es einfach genauso, wie es ist. Du hoffst, dass es unten nicht anbrennt, aber ich glaube nicht. Und lässt es einfach so schmoren. Noch eine Frage, die ich auch gut finde. Was sind eure Lieblingskochbücher? Und gibt es irgendwie noch so einen? Silvio ist ja auch Kochbuchfotograf. Also er fotografiert auch viele Kochbücher, die dann, also von anderen Köchen, die dann als Buch in ganz normalen Kochbuchverlagen erscheinen. Gerade eben hast du ein mexikanisches Kochbuch fotografiert. Genau, ja. Was ist dein Lieblingskochbuch? Ich kann das immer gar nicht sagen. Das ist so ein bisschen wie, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingskochbuch ist... Gab es übrigens auch als Frage, kommt gleich. Das große Timelife-Kochbuch von 1968 oder so ist das, glaube ich. Das ist, wirklich? Ja, das ist irre schön. Das ist so diese 50er Jahre Mad Men-Ästhetik halt wirklich aus dieser Zeit. Das sind Fotos, da kniest du dich hin. Das ist, da gibt es auch so... So, da gibt es so Picknick-Szenen, irgendwie so amerikanische schöne Familien in den 50er Jahren, die irgendwo in den Hamptons auf einer Wiese sitzen und irgendwie Bowle trinken. Und dann gibt es noch so eine internationale Abteilung, wo sie irgendwie so berühmte Restaurants besuchen. Auch so ein Foto vom Spatenhaus in München, was irgendwie so eine Institution ist. Das ist alles aus den 60er Jahren. Mhm. Und da hast du dann irgendwie so ein Spanferkel vor der Marine im Hintergrund, die Frauenkirche und so. Total toll. Also das liegt daran, weil das halt so ästhetisch so interessant ist. Ist das mein Lieblingskochbuch. Mhm. Und sonst bin ich da auch. Ich habe ja von dem Paul Bocuse so ein ganz altes Kochbuch von damals und das ist schon sehr lustig zum Angucken. Der kocht ja da so richtig Hammelfüße und dann sollst du die Soße ganz am Ende mit Hasenblut binden. Wirklich? So. Ja, klar. Das war mit frischem Hähnchen. Coq au vin wird mit Blut gebunden. Ja, ja, ja. Und dann gab es ja diese abartigen Entenpressen, hast du von dem gehört? Ja, genau. So in der französischen Hochküche ist eigentlich so nach heutigen Maßstäben so Folterkammer. Da kommt dann der Kellner mit so einem Riesenteil aus Messing und Edelstahl und da wird dann die Entenkarkasse rein und der kurbelt für 3 Tropfen Blut, was dann irgendwie... Für Hummer gibt es das auch, ne? Ja, bei Hummer kann ich es irgendwie nachvollziehen. Ja. Also aber bei aus so einer Hähnchenkarkasse irgendwie letzten Blutreste raus. Gut, das hat jetzt mit unserer Küche wenig zu tun. Hier aber werden keine Enten gepresst. Nee. Aber ich finde die Otto Lengi-Bücher alle toll. Ja, die sind toll. Natürlich. Otto Lengi ist ein Riesenhype. Ja, aber er ist auch aber gut. Begründet. Ja, wirklich. Er ist wirklich gut. Was macht ihn eurer Meinung nach so stark? Ich finde, er hat schon immer eine Art, also es ist schon kompliziert, ne? Also du musst schon richtig den Willen haben, das zu kochen, aber es ist eben, er hat immer irgendwas, was du nicht erwartest. Und was dann, ja, es ist immer was Überraschendes und am Ende ist es doch meistens ohne so. Also nicht so klassisch, also nicht so dieses Fleisch, Beilage, Gemüse, sondern das Gemüse steht im Zentrum, die Gewürze und es ist immer
immer so was Gewürze, Besonderes, die man sonst, ne, irgendwie nur aus dem Dönerladen kennt, irgendwie, ja, die da plötzlich irgendwie so geadelt werden, indem sie wirklich schön verwendet werden. Ja. Und obwohl es komplizierter ist, hat der auch so eine irre Lässigkeit, finde ich, so, mhm, beim Kochen, wie die Rezepte sind. Also das ist schon aufwendig, die Zutatenlisten sind lang, aber es ist nichts, was einem Angst macht, finde ich. Nur ein bisschen schon, aber also... Was ist eurer Erfahrung nach so die beliebteste Küche der Deutschen und wird es vielleicht auch so ein Revival der alten deutschen Gerichte geben? Seht ihr da sowas? Ich glaube nicht. Na, ich glaube, die deutsche Küche ist vorbei. Ein bisschen, ja. Die deutsche Küche hat, glaube ich, keine Chance mehr, weil sie einfach zu kompliziert ist und zu wenig an unseren Alltag angepasst. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Und die italienische Küche oder das, was wir als Deutsche unter der italienischen Küche verstehen, nämlich sehr, sehr viel Pasta und Risotto, weniger das Gemüse, ist, glaube ich, einfach super kompatibel mit dem, was wir uns wünschen. Deswegen ist das eigentlich so unsere Küche. Wir haben die so eingedeutscht, die italienische, ja, genau, Küche. Und die deutsche Küche selber ist auch zu anspruchsvoll für den Alltag. Also was das ist ja zum Teil sehr kompliziert auch. Ne? Das sind halt auch so, ich meine, das sind so, dann so stundenlange Schmorgerichte, ja, irgendwie. So, genau. Rinderrouladen, da musst du echt Zeit haben einfach. Genau, das und danach bist du auch platt. Ne? Ja, also, ja. Genau, da bist du auch, ja, genau. Da. Ich finde, das schreit danach, Elisabeth, dass du daraus so eine Minimal-Version entwickelst. Nicht. Hast du das schon mal versucht und funktioniert das nicht, die einfache Rindsroulade? Nee, das geht nicht. Das ist einfach kompliziert. Nee. Also du kannst, wo willst du da Abstriche machen? Das ist ja schon an Gewürzen und Zutaten ist es ja schon super einfach. Aber dann musst du gucken, dass das Fleisch das Richtige ist. Dann musst du das genau richtig... Das ist zeitaufwendig, richtig, dieses, ja, Gewickele, genau, und dann, dass die nicht auseinanderfällt beim Anbraten und so. Das. Oder dieses Marinieren vom Sauerbraten und so, das kannst du nicht beschleunigen. Und deswegen ist die deutsche Küche, glaube ich, erstmal... Obwohl sie toll ist. Also ich meine, das ist, kann man ja nicht anders sagen. Das ist, oder Spätzle ist ja auch super aufwendig. Ja. Ja, oder auch so diese fränkische Wurstküche und so. Das ist schon alles irgendwie geil und weltweit wird das auch schon sehr geschätzt. Die Leute die Küche der Deutschen wird weltweit geschätzt. Geh mal nach Regensburg oder so. Da siehst du lauter glückliche Amerikaner. Ja. Das ist, also in Berlin glaube ich nicht. Ja, in Berlin nicht, aber das ist ja auch nicht die Hoch, die Hauptstadt der deutschen Küche. Das ist ja eher die Hauptstadt der internationalen Küche in Deutschland. Aber es ist schon anerkannt, glaube ich, weltweit und auch abwechslungsreich. Also wir haben schon diese Schmordampfgerichte, diese schweren. Ja, Dampfnudeln, stimmt. Ja, aber sowas wie Spätzle, ich meine, Spätzle sind eine geile Erfindung. Also man kann es nicht vereinfachen, glaube ich. Ja, aber man kann es nicht vereinfachen. Also Spätzle sind immer aufwendig, ja, außer man nimmt halt die fertigen, aber Spätzle selber machen ist immer, ja, viel Arbeit. Ihr Lieben, ich kriege gerade ein Zeichen von der Regie, denn auch wenn wir ein bisschen später angefangen haben, gibt es ja noch ganz viele Anschluss-Events hier bei der Langen Nacht der Zeit. Aber ich finde, ihr bewerbt euch gerade für so eine Art unendliche Kochsession. Ja, genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt noch hier so ein bisschen stundenlang, wenn es da hinten auch Essen gibt, dass wir dann noch so ein bisschen stundenlang hier noch so ein bisschen rumwerkeln. Ja, und es ist auch immer noch nicht fertig. Dabei. Also nicht alles gesagt, sondern alles gekocht. Alles gekocht. Gibt es schon ein Ei, das fast fertig ist? Sonst überziehen wir noch so lange, weil das müssen wir natürlich probieren. Ja, das können wir schon machen, oder Silvio? Ich schneide ein bisschen Petersilie schon mal. Ja, das klingt gut. Ich denke, wir können das vertreten. Damit es gut ausschaut gleich. Liebe Nadine, magst du vielleicht mal zu uns kommen? Denn du bist heute auserkoren, die erste Testerin zu sein. Nachdem du uns schon geholfen hast, das Gemüse in Zukunft länger leben zu lassen. Hoffe ich, dass die Nadine nicht merkt, dass die Petersilie schon ein bisschen die Blätter hängen lässt. Dass du die schon eine Woche lang falsch gelagert hast. Ja, ein paar Stunden hier unter diesen heißen LED-Lampen. Was kochst denn du, wenn du zu kochst, Nadine? Ganz viel Gemüse tatsächlich und auch viel Pasta. Ja. Wie auch. Dann bist du eigentlich die prädestinierte Wochenmarktleserin, weil Pasta ist wirklich das beliebteste Gericht. Ein bisschen auch ein Babygericht, oder, Elisabeth? Ja, das hat immer der Siebeck gesagt. Er hat gesagt, das ist Babynahrung. Hat er das nicht über Risotto gesagt? Bestimmt hat er es auch über Risotto gesagt. Aber ich finde, Pasta kann so viel, also die kann total einfach. Also wir machen ganz oft irgendwie dann auch nur mit Pesto und irgendwie so ein paar Tomaten in Knoblauch und Zwiebeln und dann so einfach und aber echt richtig lecker. Bitteschön. Mach mal ein Foto, oder? Du brauchst unbedingt. Ja. Was ist beim Anrichten wichtig? Nur so ein paar kleine Kniffe, Silvio. Ja. Möglichst unsymmetrisch anrichten, finde ich wichtig.
Also nicht anfangen irgendwie so, keine Ahnung, Ei in die Mitte und dann außen rum die Petersilie. Und ich glaube, es ist sehr heiß. Habe ich jetzt echt den ersten Bissen? So wie es ein Kind anrichten würde. Du kriegst den allerersten Bissen. Ja, richtig lecker. Also natürlich muss ich das jetzt sagen, aber ich du kannst auch gleich probieren. Ich möchte auch unbedingt gleich probieren. Aber ich würde sagen, ich hoffe, dass die Leute zu Hause auch ein bisschen mitgekocht haben oder jetzt spätestens Lust haben, sofort loszulegen und sich heute Abend ein Shakshuka zu machen. Ihr habt gesehen, dass es super einfach ist, dass es Spaß macht und dass man daneben über Gott und die Welt reden kann. In diesem Sinne, kocht mehr und wir geben uns Mühe, dass es dafür die richtigen Rezepte gibt, oder Silvio und Elisabeth? Ja, genau. Ich wollte kurz noch sagen, nur wer mich und uns und unsere Lagerkarten finden möchte, www.lager-ort.de. Silvio, kannst du mal nachgucken. Okay. Und dann Obst und Gemüse richtig lagern zukünftig. Dann beende ich noch hier die Promo-Sache, denn alle, die Lust richtig haben, lecker. Noch mehr ja, Rezepte gut. anzuschauen, hier gibt es das ab 7. September auf dem Markt. Und da lernt man auch deutsche Küche. Wir sprachen darüber, wie Elisabeth sich den perfekten Knödel beibringen lässt. Ja. Das war ein Semmelknödel, oder? Ja, den perfekten Semmelknödel. Der perfekte Semmelknödel. Knödel. Und ich habe gelernt, dass man auch das mit dem Gemüse und für die Kinder entspannt angehen soll. Weil ich habe mir auch ganz viel Mühe gegeben, dass es lustig aussah. Aber ich habe von Tillmann Prüfer gelernt, dass man ihn einfach mit dem Gemüse das Kochen beibringen soll und keine fancy Sache daraus machen sollte. All das liest man hier. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass wir euch Löcher in den Bauch fragen durften. Und ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht, gerade auch in dieser Asymmetrie, Silvio, zwischen euch beiden, zwischen Elisabeth und Silvio. Hat man da Silvio. Was gespürt, dass da so Nein, einfach divers, Meinungsvielfalt. Dafür steht die Zeit. Das hat großen Spaß gemacht. Die Ambivalenz in der Küche, gell? Die Ambivalenz des Wochenmarkts. Das müssen wir wiederholen, ihr Lieben. Sehr gerne. Liebe Nadine, vielen Dank. Und wir sagen Tschüss nach draußen. Ciao. Tschüss. Schickt tschüss. Uns Fotos. Ciao. Tschüss. Mach mal aus hier.